Liebe Genossinnen und Genossen, mit dem heutigen Parteitag bereiten wir das kommende Wahljahr 2014 vor und resümieren den Bundestagswahl von vor einem Monat. Es ist richtig, dass DIE LINKE am 22. September zur drittstärksten Fraktion des Deutschen Bundestages gewählt wurde, die Grünen weit hinter ihren Erwartungen zurückblieben und die FDP den Bundestag sogar verlassen musste. Aber es ist leider auch richtig, dass DIE LINKE sowohl bundesweit als auch in Brandenburg an Stimmen verloren hat. Die CDU hingegen geht aus der Wahl gestärkt hervor. Merkel sieht sich in ihrer nationalistischen europäischen Kürzungspolitik bestätigt, während die märkische CDU sich bereits in der nächsten Landesregierung Brandenburg sieht. Wollen wir dies verhindern, gilt es, die nächsten Monate mit intensiver Arbeit auf allen Ebenen zu nutzen. Das Leitbild, welches wir heute beraten, bietet hierfür eine solide Grundlage und eröffnet die Debatte zu unseren zentralen Forderungen und Zielen nach der Landtagswahl 2014. Aber auch die Zeit bis zu dieser Wahl dürfen wir nicht ungenutzt lassen. Wir müssen den Brandenburgerinnen und Brandenburgern jetzt zeigen, dass wir die Partei der sozialen Gerechtigkeit sind. Was wir daher brauchen, sind viele Projekte, die eine spürbare Verbesserung in der Lebensrealität der Bürgerinnen darstellen und zeigen, wir versprechen nicht nur Dinge, sondern wir sorgen für Veränderung, wann immer sich uns die Gelegenheit bietet. Auf der letzten Tagung dieses Parteitages haben wir in Frankfurt-Oder einstimmig eine Positionierung zur Novellierung des Brandenburgischen Hochschulgesetzes beschlossen. Dies bot uns von Beginn an eine eindeutige Verhandlungsbasis mit Frau Kunz, der Ministerin für Wissenschaft, Forschung und Kultur. Es kristallisierte sich jedoch schnell heraus, dass die Ministerin vielen der von uns artikulierten und in dem Beschluss festgehaltenen Forderungen nicht nachkommen würde. Nun hat Kunst einen Novellierungsentwurf an die anderen Ministerien überstellt, der wie erwartet weit hinter der Beschlusslage zurückbleibt. Den Studierenden nach den Bildungsprotesten 2009 in Aussicht gestellt, bleibt die umfassende Novellierung des Brandenburgischen Hochschulgesetzes hin zu einer Gesetzesgrundlage, die linken emanzipatorischen, sozialgerechten und demokratischen Anforderungen entspricht, damit erneut aus, wenn wir jetzt nicht noch einmal alles dafür geben, um auf dieses Gesetz einzuwirken. Die SPD arbeitet derzeit an einem Wahlprogramm, in dem den Brandenburgerinnen bei erneuter Regierungsbeteiligung der SPD mehr Geld für Bildung in Aussicht gestellt wird. Und zwar für Kitas, Schulen und Hochschulen. Aber warum warten? Lasst uns das Geld jetzt in die Hand nehmen, um die Abschaffung versteckter Studiengebühren in Form von Immatrikulations- und Rückmeldegebühren zu beschließen. Lasst uns jetzt auf den Rechtsanspruch eines Masterplatzes, die Überwindung prekärer Beschäftigungsverhältnisse an den Hochschulen, die Gleichberechtigung von Frauen im wissenschaftlichen Betrieb und vieles mehr hinwirken. Wann sollten wir dies alles angehen, wenn nicht jetzt bei dieser Novellierung? Ich bitte daher alle hier anwesenden Landtagsabgeordneten, Ministerinnen und Landesvorstandsmitglieder, lasst uns diesem vermeintlich marginalen Projekt eine linke Handschrift geben. Es ist eine unserer Chancen zu beweisen, dass wir als Linke die Forderungen von Studierenden, die 2009 artikuliert wurden, berücksichtigen. Ich habe eben gesagt, dass wir noch vor der Landtagswahl Projekte brauchen, die zeigen, dass eine sozial gerechtere Umgestaltung des Landes nur mit der Linken geht. Lasst uns die Novellierung des Brandenburgischen Hochschulgesetzes eben zu solch einem Projekt machen.